Der Sommer fängt an, liebe Freunde. Ja. Und was, das stimmt. Was ist natürlich für die richtigen Zocker das Richtige? Erstmal in den Weltraum, in die kalten Weiten des Weltraums und ein bisschen entspannen. So in Rückenlage bei Zero Gravity sich drehen. Ich finde, das ist eine sehr unausgegorene Einleitung. Ja, Adrift, wir treiben durchs All. Genau, mit unserem tiefer gelegten Viertürer. Ja. Ja, ist eine Need for Speed-Reihe. Stimmt, ja, das ist ein neues Driftspiel. Tokyo Adrift. Tokyo Drift. Die billigen Karlauer, die werden noch, da werden noch weitere folgen, auf jeden Fall. Adrift ist ein Weltraum-Erkundungsspiel im Endeffekt. Genau. Also, es ist ein bisschen, wird oft beschrieben als Gravity the Game. Also wer den Film Gravity kennt, mit George Clooney und Sandra Bullock, vor 2-3 Jahren, der weiß ungefähr, was einen hier erwartet. Oh, die Spiegelung sieht auch super geil aus auf dem Helm. Ja. Also ich finde, das Spiel, vor allen Dingen, wer vielleicht schon Trailer gesehen hat, sieht optisch fantastisch aus, aber ich glaube, es hat auch inhaltlich ein bisschen was zu bieten, weil es eben auch eine relativ realistische Umsetzung von Raumfahrt und so sein soll, also auch von EVAs, also Extra Vehicular Activities. Sprich, ist da etwa EVA Training auch dabei? Möglich, wahrscheinlich nicht. Wir könnten es machen, aber wir machen es natürlich nicht, weil wir wollen, so wie ein echter Astronaut, völlig unvorbereitet in das Abenteuer starten. Oh shit. Der sieht nicht mehr so gut aus, ne? Nee. Aber ich glaube auch nicht, dass der noch lebt. Gut, genau. Die Grundidee ist, glaube ich, dass wir jetzt einfach auf ein neues Spiel klicken und mal gucken, was uns auf uns wartet. Hardyman. Mankind Upper. Hardyman Aerospace EVA Training Simulation. Online. Okay, wir machen eine Trainingssimulation im Jahr 2034. Series 4, Version 1.6. Was hat er gerade? Series 4 gesagt? Oshima. Ja. Mission. Eine ernsthafte Hardyman Aerospace North Star 4. Mission Active Date 29. September 2035. Okay, wir sind geboren. Hey, 2000, aber, eben war, genau, 2034. Okay, jetzt lernen wir die Steuerung. Genau, also okay. Mit Start können wir irgendein Menü aufrufen. Das und ist es, also, wenn man links, rechts eine Bewegung macht, dann geht es immer noch ein bisschen, also wackelt nach, ja. Beziehungsweise hat noch so ein bisschen Drift, ist natürlich durch das Momentum, das wir in unserem Raumanzug haben. Okay, also es ist halbwegs realistisch, was das angeht, auf jeden Fall. Oh, das ist alles geil. Wie er die weghaut. Die Pflanze. Genau, also du kannst dich... Ah, wir sehen beim Sauerstoff, scheiße. Wenn ich mich bewege, geht der Sauerstoff runter. Oh, du musst also sehr taktisch vorgehen. Oh Gott. Zum Glück haben wir jetzt unendlich viel. Ja. Und voll mit der Fresse. Bams. Voll gegen. Oder dass es keine Lebensenergie gibt. Jetzt. Noch nicht, ja. So, ich habe gehört, ich soll mal Tempo machen. Perform EVA Ascent. Achso, genau, wahrscheinlich mit RT und LT kann man dann steigen und sinken. Mhm. Braucht er irgendwie im Weltraum, braucht man ja 3 Dimensionen. Boah, ich will den Fußball. Ja. Give me. Give me Fußball. Give me da Football. EVA, ah, hat er versucht. Ich kann wirklich zuhauen. Ist das geil. Mit welcher Taste? X. X, okay. X ist die Hauen-Taste. Ist oft die Hauen-Taste in den meisten Spielen. Ja. Ist immer Handball! So, okay, jetzt bremsen. Vollbremsung! Ah, oh, die Erde unter uns. Ach, ist das schön. Wunder. Ah, cool. Wir sehen dann hier noch beim Rehab, wo ich gerade Schub hinmache. In ja. Welche Richtung? Perform EVA. Und wenn ich beide gleichzeitig drücke, ist natürlich. Ja. Do a barrel roll! Ball. Ja, jetzt kann er uns nicht entkommen. Er ist an der Wand. Er sitzt. In der Bitch! Boing! Rolle rechts. Whoa. Roll to the right. Aber ich kann nicht doppelklicken für eine Barrel Roll. Schade. Ich finde es aber tatsächlich witzig, dass man Astronauten offensichtlich erst ins All schickt und ihnen dann beibringt, wie man mit einem Raumanzug. Ja, macht am meisten Sinn. Ja, logisch. Würde man nie vorher vorbereiten, schon jahrelang. Okay, stabilisieren. Damit wirst du wieder in eine aufrechte Position gebracht. Für die Landung des Flugzeugs. Ja. Du bist nämlich ein Tisch. Rückenlehne. Oxygen Meter. Ja, okay, das haben wir schon verstanden. Gemeinsame Ressource, atmen und Objectives are displayed via EVA HUD radar. Das ist natürlich eine extrem dämliche Erfindung, dass das einfach derselbe Kanister ist. Findest du? Das würde man, glaube ich, in der Realität so nicht machen. Okay, du kannst mit dem rechten Stick reindrücken, kannst du scannen. Hm, dann scannen wir doch mal. Hardyman Aerospace scannen EVA shit. Training Simulation. Complete. Exit Training Module via Access Portal. Okay, irgendwo öffnet sich irgendwas und wir können raus.
guck mal, da oben ist was. Ja. Und hier ist auch was. Dann gehen wir doch erstmal dahin. Ja, also ich glaube, diese grün leuchtenden Dinger sind Sauerstoffflaschen. Das habe ich schon mal im Trailer gesehen. Okay. Ich glaube, da sind die dann drinnen im Zweifelsfall, die Sauerstoffflaschen. Erstmal ein bisschen Luft trinken. Ah, oh, das schmeckt gut. Oxygen, das. Mein Lieblingssauerstoff. Ja. Jetzt mit extra Sauerstoff. Okay, gut, wir müssen irgendwo. Das war so gemein. Ich bin ein Jedi. Nee, bist du leider nicht. Dann wäre das Spiel einfacher. Okay, wir sollen irgendwo raus. Das wahrscheinlich da. Sagt ja auch unser Hub. Hat, meinst du? Ja. Ein Hub ist was anderes. Okay. Bitch! Was ist mit der Pflanze? Kann man an der auch so riechen? Nee, gerade nicht. Ich muss halten, um die Tür aufzumachen. Ja, okay. Halten. Aber ich sehe jetzt schon, dass das ganz schön fies wird. Ja, ich glaube auch. Aber was brauchst du für Bewegung? Ja. Es könnte echt spannend werden, so die letzte Sauerstoffflasche noch irgendwie zu erreichen und so. Mhm. Ich bin überhaupt gespannt, was das so enthält, das Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie lang es ist. Also es könnte jetzt irgendwas... Ich auch keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, als du mir gesagt hast, hey Fabian, Lust vorbeizukommen, wir spielen Adrift. Erstmal, okay, Google Adrift, habe ich ein Basen-Verteidigungsspiel gefunden. Ich dachte mir so, Tower Defense im Weltraum, sieht ja komisch aus. Dann habe ich nochmal Adrift anders gesucht über den Steam Store. Und dann, okay, das sieht schon eher nach Dennis-Spielen aus. Ja, so Raumfahrzeug. Ist ja mit immer Survival. So ein bisschen meins. Mit Survival mag ich beides. Ja, es hat auch ein bisschen was von einem Walking Simulator, also von diesen ganzen... Das ist eh der größte Scheiß. Ja, aber der Landwirtschaftssimulator, mehrere Jahre hintereinander. Ja, aber ich meine jetzt, also die Walking Simulator, sowas wie Soma und so, sind ja heute wirklich große Spiele und das ist ja fast das Gleiche, nur mit rumfliegen halt. Geht der Bordcomputer gerade in den Arsch? Ich weiß nicht. Also ich glaube, momentan ist das einfach nur ein sehr hilfreicher kleiner Computer, der uns sagt, wir sind der einzige Überlebende. Die Frage ist, von was? Das ist wohl eine junge Dame. Oder eine ältere Dame, was auch immer. Oh, scheiße. Ist das fies. Okay. Ja, wenigstens hatten wir unseren Helm auf. Ja, aber der hat schon ein paar Risse. Und wenigstens hingen wir fest. Achso. Oh Mann, das ist auch so ein absoluter Albtraum. So Urangst im Weltraum. Oh, weißt du, dieses Spiel macht mir jetzt schon irgendwie so ein bisschen... Warning. Ja, es wird einem schon ein bisschen schlecht. Ist der Helm gerade gerissen? Nee, ja, der ist links. Ja, so ein bisschen. Online. Manual oxygen refill required. Okay, wir brauchen mehr Sauerstoff. Ja, yeah, ich bewege mich nicht sehr schnell. Da vorne ist Sauerstoff. Ja, genau. Da sind mehrere Flaschen. Ich mache immer nur so einen kleinen Boost in die Richtung. Ist, ich glaube, wir müssen das auch sehr vorsichtig spielen. Ja. Ich glaube, wir sollten das so spielen, als wären wir wirklich im All. Und da würden wir auch nicht total krass boosten. Guck mal, mehr Sauerstoff können wir gar nicht nehmen gerade, ne? Ja. Ich glaube, das ist momentan das Maximum. Es kann ja sein, dass wir das noch erhöhen. Okay. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Okay, ich würde jetzt gerne erstmal rausfinden, was hier passiert ist. Ja. Also, es scheint ja so, als wären wir der einzige Überlebende. Solaris, ich mag die Station jetzt schon. Ja. Okay. Nun, was ist denn da für ein... Moment. Was war denn das? Ach, guck mal, ich kann Boost benutzen, aber Sauerstoff geht erstmal nicht runter. Okay. Hm. Aber schon so ein bisschen. Guck mal, so ein ganz kleines Eckchen hinten ist doch... Ja, aber das ist nur mit der Zeit. Ja, ist doch gut. Okay, was wird synchronisiert? Okay, womit? Oh, das wäre so lächerlich krass, wenn man das jetzt mit der Oculus spielen würde. Mir wird das Gehirn platzen wahrscheinlich. Ich habe ja gedacht, dass du mich einlädst und dann so Überraschung, wir haben eine Oculus. Ja. Ja, wenn wir die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, bin ich da dabei. Commander, Hardiman Aerospace, North Star 4. Vital Sind wir jetzt stable. Kommandantin? Okay, cool. Hiroshima Alex. Es ruckelt ein bisschen. Aber nur ganz kurz, vielleicht hat er was nachgeladen. Hm. Okay. Also es sieht ein bisschen so aus, als hätten wir irgendwie als Einzige einen Unfall überlebt, der die Station zerrissen hat, irgendwie so ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, gleich nochmal beim Aufnahmeprogramm was einstellen.
Nächste Folge wird es nicht mehr probieren. Okay. Finde ich nicht geil. Ah, ab jetzt. Schön. Sehr gut. Okay, also das mit dem Sauerstoff und dem Antrieb, dem Boost, das wird auf jeden Fall nicht einfacher. Nein, ich hoffe, wir können uns einfach mal reparieren. Gar nicht mal so leicht, diese Türen zu öffnen. Oh Mann. Die Station sieht echt nicht gut aus. Was ist denn da passiert? Ich meine, die ist ja richtig zerfetzt worden. Also es war nicht einfach nur irgendwie ein Meteoriteneinschlag. Ja, dann wäre sie ja nur an ein, zwei Stellen kaputt. Die ist ja richtig zerfetzt. Also sieht fast so aus, als wäre die von innen heraus. Boah, kann ich irgendwie eine mitnehmen? Nee, war. Nee, ich glaube nicht. Alter. Was? Sauerstoffleck, erreicht gefährliches Niveau? What? Ja, du verlierst halt doch eine Menge Sauerstoff. Parallel. Okay, also die können uns nicht finden in der Bodenstation. Ja, wenn die halbe Station im Arsch ist. Ja, die Kommunikation wird auch tot sein. Also ich meine, da sind jetzt wahrscheinlich auch einfach die Kommunikationsanlagen kaputt gegangen. Die Funkmasten und so. Boing. Ja, ich weiß halt auch nicht, wo da würde ich aber auch nicht, jetzt mal ehrlich. Also wenn die ganze Station so aussehen würde. Ja. Aber was soll man machen? Aber ich meine, was für eine riesige Raumstation, oder? Also ich meine, das ist echt der Wahnsinn. Die ist ja bestimmt 20 Mal so groß wie die ISS. Origin Point. Terminated. Boah. Das ist also Alter. Lost davor. Oh man, fliegen wir jetzt echt hier einfach mal völlig frei im Orbit rum. Boah, ey, wenn man da so runterguckt, ey, stell mir einen Stress. Oh nein, ey. Also da wird mir, glaube ich, ein bisschen mulmig werden. Ja, mir auch. Vor allen Dingen, weil das ja völlig verrückt ist, dann mit der Bewegung, mit dem Innenohr und so, weil das ist ja dann, also schon wenn du im Spiel läufst und aber eigentlich sitzt oder so, das ist ja schon schwierig, aber du schwebst durchs All und du sitzt auf deiner scheiß Couch. Mhm. Weißt du, das ist schon echt, ich glaube, das checkt das Gehirn nicht mehr. Ich meine, wir gucken jetzt auf den Bildschirm und mein Gehirn hat schon Probleme, es zu checken. Ja, ich habe auch so eine leichte Gänsehaut die ganze Zeit, einfach, weil es... Es ist schon ein super geiles Spiel. Ja, es ist ein bisschen unangenehm, aber auch so dieses ganze trudelige Bewegen. Oh, erstmal Sauerstoff trinken. Lecker, lecker, lecker. O2, der Powerstoff mit Sauerstoff. Der Powerstoff mit Sauerstoff. Der Sauerstoff mit Sauerstoff. Ey, wenn wir jetzt guck mal, hier... Das sieht aber noch gut aus hier. Irgendwie... Solaris. Ja, aber das ist gut, wenn das hier noch schließt, dann können wir hier tatsächlich vielleicht auch mal durchatmen. Audio-Terminal, kann man da irgendwas aufrufen? Ach, nee, Moment, das war so. Stabilisier mal, genau. Synchronisierungsfehler. Weil es ist ja schon an sich jetzt hier ein Raum, der irgendwie mal ein bisschen stabiler aussieht. Ja, ein Elektrostrahl hat. Oh, was ist das? Weiß ich nicht. Das ist eine Reparaturstation. Das wäre halt ziemlich geil. EVAO2-Station, ne? Nehmen wir doch. Da können wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufladen. Aber die ist rot. Ach, Mann. Kannst du mal scannen hier? Oder scannst du schon? Nachfüllstation offline. Na, scheiße. Aber das ist ein Raum, der ziemlich offensichtlich... Ah, okay. Da, guck mal, da hinten ist was. Da ist was. Rechts ist was zum Untersuchen. Hier an der Wand, da ist ein Audiolog oder Keycard oder sowas. Die wir auch im Menü schon gesehen haben. Ah, genau. Cerebrum. Data. Ah, eine Data SSD. Aha, ja. Eine Solid State Drive. Sieht auch nicht so gesund aus. Okay, wo muss die denn jetzt rein oder was können wir damit machen? Weiß nicht, da. Möglich. Ey, dass man dauernd auf seinen Sauerstoff gucken muss, ist. Ja, es macht einen echt fertig. Oh, ich hoffe, wir können den nochmal irgendwie ein bisschen verbessern oder so. Oh, Alter! Scheiße. Oh Mann! Ich stell dir vor, du hättest jetzt so letztes Fünkchen Sauerstoff. Ja, das wäre jetzt gerade voll die fiese Situation gewesen. Aber ist es ja Gott sei Dank nicht. Moment, ich muss mal kurz stabilisieren. Ich... Ja. Oh Mann! Ah, Wasser. Okay. Das ist... Ist das was Gutes? Ich weiß nicht. Nee, ich habe erst gedacht, das ist irgendwie Splitter oder so. Ja, das ist nur Wasser. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Ja, aber wo? Okay, also hier sind... Oh, guck mal, da ist ein Reparatursymbol irgendwie. Da links. Das ist gut. Und hier sind jede Menge zu untersuchen. Vielleicht gehst du zuerst mal zur Repair Station. Ich probier's!
ist jetzt die gute alte Dead Space, wir kriegen einen besseren Anzugstation. Hoffe ich doch. Nur ohne Plasma-Cutter. So, jetzt. Oder vielleicht mit. Oh yeah. Jetzt kommt nämlich gleich ich hoffe, die nimmt uns jetzt nicht den Helm. Please remain still. Take off your helmet. Nee, guck mal, ist alles einfach nur repariert. Rausgelasert. Vital signs stable. Ja. Na noch. Das ist schön. Okay, hier waren überall Symbole, dass man da was untersuchen kann. Okay, Fragezeichen, Fragezeichen, Reparierstation, da ist Durchgang. Gott, ich finde das so aufregend, ey. Diese Scheißstation. Ey, wenn hier irgendwann noch Aliens kommen, spielst du es alleine. Ja, riesige Spinnen. Olivier. Ja, ich glaube aber nicht, dass Aliens kommen, weißt du, weil es ist so realistisch aufgebaut. Ach nee, das Bücher ja gar nicht. Nee. Halten auch. Guck mal, hier ist was. Vielleicht lernen wir da was über das Französisch. Sender, Aoshima Hardiman Aerospace, Empfänger Olivier, also der Typ hier. Betreff, Dankeschön. Vor allem, dass die Space Station ihre eigene Domain hat. Ja, ist doch super. Und das ist .com. Aber hat die ISS auch. .ISS. Echt? Auch eine eigene Domain, ja. Für sechs Leute. Das ist .ISS und nicht irgendwie... Ja, das ist .ISS, genau. Aber hier ist .com, na gut. Danke für den Anstoß mal wieder. Ich habe heute um einen Gefallen gebeten, damit der Transfer von McDonough bewilligt wird. Es dauert jetzt bestimmt eine Woche, bis ich was von Santa Monica höre. Es sieht soweit alles gut aus, aber er muss uns noch in die Spiritus-Beta bringen. Ist das ein neues Videospiel oder was? Und die Crew-Erweiterung in Angriff nehmen. Hoffentlich hält er es noch bis Juli aus. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er erleichtert ist. Er ist bereit zu gehen, aber da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige. Sie bewegt den Kopf. Ich hatte gerade so, oh fuck, ist gerade was mit meinen Augen los, dass sich der Bildschirm hoch und runter bewegt. Ja, bin schon ein bisschen kaputt. Denkst, es ist besser, um Verzeihung als um Erlaubnis zu bitten. Das kenne ich. Hudson hat mich seit meiner Kindheit mit diesem Stab geschlagen. Deswegen bin ich auch unzählige Male in Schwierigkeiten geraten. Eines Tages werde ich schlauer sein. Du siehst in letzter Zeit besser aus. Das freut mich. What? Was war denn das für ein Gespräch? Ach so, guck mal. Das war noch die Antwort. Muss ich diesen Ding nicht selbstfertig machen? Ja, du hast scharfe Kanten. Du denkst, es ist besser, um Verzeihung zu bitten. Also, ja, genau. Sie sind bewundernswert. Lass dich nicht herunterziehen. Wir haben alle unsere kleinen Macken. Das sind einfach sozusagen mehrere Mails nacheinander. Ne? Mhm. Ist nicht für schwache Menschen. Appetit. Du musst dich jetzt auf den jungen Andrew konzentrieren. Er ist nicht mehr bei dieser Mission. Sein Herz ist auf der Erde. Seine Seele bei seiner Tochter. Dort gehört er auch hin. Weißt du, was du das Richtige machen wirst? Votre ami de vous. Sebastian. Danke für bla bla bla. Okay, also die unterhalten sich nur so ein bisschen über andere Missionsteilnehmer. Und über eine Crew-Erweiterung. Und überhaupt und sowieso. Es wäre lustig gewesen, während wir die Mails durchlesen, ersticken wir plötzlich. Muss nur noch schnell meine Mails checken. Ich frage mich, also die Reparaturstation werden wir, denke ich, noch häufiger brauchen, oder? Aber die Frage ist ja, wodurch werden wir beschädigt? Weltraumschrott? Aliens? What? O2 mit Sauerstoff? Lecker, lecker, lecker. War hier noch was? Lecker. Oh, da ist ein... Au! So schnell geht es kaputt? Nur wenn wir irgendwo gegenstoßen? Oh Mann. Was ist denn das für ein Raumanzug? Oh Mann. Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn das für ein Quatsch? Geht doch kein Raumanzug durch so einen leichten Stoß irgendwo gegen eine Wand kaputt? Wir sind jetzt ja nicht mit 20 km/h dagegen geflogen. Wenn du wüsstest. Au. Du steuerst deine Scheiße zusammen. Du hast du deinen Weltraumführerschein gemacht? Auf der Weltraumkirmes? Nee, auf der ISS. Ach so. Siehst ja, was ihr gebracht hat. Ja, richtig. Ach, wir sehen auf dem Hub auch, was uns gleich erwartet. Na, eine Menge Alien. Symbole. Nein, das sind Symbole. Okay, also da ist noch ein Terminal links. Das sieht so ein bisschen aus wie... Das ist die Mitte der Station. Ja, so ein bisschen die Brücke. Core Systems Repair required for emergency escape vehicle launch. Okay. Okay, damit wir wieder zur Erde kommen, müssen wir das Rettungsboot sozusagen reparieren. Beziehungsweise die Systeme wieder hochfahren, damit wir das Rettungsboot abschießen können. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Genau. Und dann haben wir das Spiel auch schon geschafft. Richtig. Fertig. So einfach ist es, Leute. Schaltet wieder ein bei Drift. Macht's gut. Tschüss.